zieht euch einfach mal diesen Radiator rein. Ja, wie fett das Ding ist, wenn wir hier noch einen Lüfter drauf klatschen. Ja, einfach brutal. Ja, Leute, heute gibt es genau das. Ein paar Trockenübungen zu meiner Wasserkühlung in Project Dark Colossus. Und damit geht es auch schon weiter mit Part 3 oder 4 der Buildlog-Serie zu meinem eigenen Gaming-System 2021 und der Custom Waterloop. Gesponsert von Epic Mod Mode, Alpha Cool und Cooler Master. Hier an der Stelle sehen wir uns nach dem Intro. Bis gleich. Ja, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gax TV und heute geht es weiter mit Project Dark Colossus. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, schon an Part 4 angekommen, wenn man das letzte Unboxing mitzählt, wo ich meine gesamten Alpha-Cool-Komponenten für euch angeboxt habe. Schaut euch das Video gerne an. In dem nächsten Video werden wir dann auch entsprechend den Kühler hier soweit auf die RX6700XT-Referenzkarte montieren. Das wird spannend. Ja, ich werde vorher natürlich testen, was meine derzeitigen Temperaturen angeht, um dann zu sehen, was wir hier mit einem 360 mm Radiator so alles erreichen können. Denn das Teil ist einfach nur gestört groß und ja, wir haben hier den Nexus XT45 Full Copper 360 mm Radiator, 45 mm dick, also 4,5 cm, ein richtiges Monster. Und diesen Radiator gibt es inzwischen auch schon in der V2, ich habe aber extra die V1 angefragt, denn die hat eine kleine Aussparung. Das zeige ich euch gleich. Und dann das Biest selbst hier schön verpackt. Wunderbar. So, frisch aus dem Werk. Und ja, wie bereits gesagt, AlphaCool hat eine V2 rausgebracht. Und die hat hier ein herkömmliches Design. Entsprechend fehlt hier diese Aussparung. Ja, das sieht ein bisschen moderner aus, haben sie es genannt. Und das wurde auf Wunsch von der Community entsprechend etwas überarbeitet. Der Nexus ist seit jeher einer der beliebtesten Radiatoren, ja, Vollkupfer. Und das Coole ist, wir haben hier unten auf der Unterseite bei den 45 mm dicken Ausführungen, also die sind etwas massiver, hat hier unten ein 1,4 Zoll großes Gewinde. Ja, das können wir natürlich zumachen. Oder müssen wir am Ende zumachen, aber wir können hier entsprechend die Kühlflüssigkeit einfüllen, aber auch auslassen, ja, ohne einen expliziten Drainport irgendwo zu haben. Das macht natürlich bei so einem dicken Radiator hier sehr viel Sinn, aber auch, ja, um Luft aus der Loop rauszubekommen, mega praktisch. Und genauso auch hier die Anschlussmöglichkeiten von dem Radiator selbst. Ja, ihr seht schon, an allen Seiten entsprechend die Portmöglichkeiten. Das ist einfach sehr, sehr flexibel. Und immer noch nicht der Grund, wieso ich die V1 haben wollte. Ja? Die V1 hat nämlich diese besagte Aussparung. Und durch diese Aussparung, ja, es ist wirklich sehr, sehr banal, denn das hier ist der Startknopf von meinem System, von meinem Gecko 5, ja, meinem 23 Liter Gehäuse. Und das Gehäuse als solches unterstützt entsprechend einen 360 mm Radiator. Das Ding ist aber nicht 4,5 cm dick, zumindest nicht ab Werk, denn 4,5 cm sind etwas, ja, zu breit. Denn nicht, dass es von der Breite nicht passt, sondern, ja, wir haben oben im Gehäusedeckel diesen Startknopf verbaut. Entsprechend hängt der hier drunter. Und das hier ist nicht der Startknopf, der mit dem Gecko 5 ausgestattet geliefert wird, sondern ein Low-Profile-Knopf. Ja, der ist etwas niedriger, der richtige geht deutlich weiter runter mit dem Gewinde. Mit dem Standard-Startknopf sind in dem Gecko V entsprechend diese typischen, ich glaube 2,5 bis 3 cm dicken Radiatoren möglich. Mit Lüftern entsprechend sind die ja dann hier unten eh ein bisschen niedriger montiert. Das heißt, wenn wir den Startknopf hier oben an der Decke haben, ja, dann sind die Lüfter nicht im Weg, das ist alles kein Thema. Aber wir wollten eben das Maximum rausholen, was in dem Gehäuse technisch möglich ist. Und daher habe ich hier den Nexus 4,5 cm dicken Radiator und mit dem Low-Profile-Switch, ja, ist das Teil hier direkt in der Mitte und kann sich dann hier wunderbar zwischen dieser Kerbe montieren. Das ist wirklich eine Nische in der Nische
von Nutzerbeispiel bezüglich des Gecko 5. Ja, wir haben hier diesen Halterahmen. Dort wird entsprechend der Radiator drauf montiert, inklusive Lüfter, dann verschraubt außerhalb des Gehäuses. Und dann haben wir hier insgesamt 6 Montagepunkte, wo das Ganze dann ans Gehäuse fixiert wird. Ne? Und dann können wir das Ganze wie in so eine Schiene reinsliden und jederzeit wieder rausnehmen. Ja, zur Wartung, um den Radiator zum Beispiel zu säubern, vom Staub zu befreien oder dergleichen. Einfach mega komfortabel. Und ja, wir werden in dem heutigen Video sowohl den Radiator als auch insgesamt 6 der Masterfan-Serie von Cooler Master in dem System unterbringen. Ja, freundlicherweise sind sowohl Alpha Cool als auch Cooler Master Sponsoren von Project Dark Colossus. Also ein dicker Dank geht hier an der Stelle an Cooler Master raus, dass sie mir hier die Masterfan-Lüfter zur Verfügung gestellt haben. Die passen hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich kann euch mal hier die Teile ins Bild zeigen und halten. Ja, sie sehen eigentlich aus wie die Strix-Lüfter, denn wenn ihr euch das anschaut, die Rotorblätter hier oben, die sind geschlossen. Ja? Und jeder, der schon mal eine Asus Strix-Karte in der Hand gehabt hat, der weiß, die Teile sind unglaublich leise und unglaublich kühl. Ja? Und dieses Design wurde hier übernommen, schön in schwarz gehalten, auch hier mit der Motornadel offengelegt, ähnelt ein bisschen der Noctua-Serie, ne? Von deren Premium-Lüftern. Also von allen Welten nur das Beste und designtechnisch hier mit dem gebürsteten Aluminium, komplett schwarzer Optik. Ja, das sind schon richtig nice Lüfter und ihr seht, es hängt kein Kabel dran. Ja? Wie ist das möglich? Das ist noch ein weiteres Feature. Ja, wir haben hier von der Innenseite, ja, seht ihr da diesen Anschluss, die Möglichkeit, alle Lüfter aneinander zu ketten. Ja, und nicht nur das, ja, wir haben dadurch natürlich einen sehr, sehr cleanen Innenaufbau, haben die Lüfter einen Schalter. Ja, ihr habt richtig gehört. Und das ist eben für die Geschwindigkeit, also im Endeffekt dann auch für die Lautstärke verantwortlich. Natürlich sind das RPM-Lüfter. Ja, natürlich lassen sich die Teile auch steuern, gar keine Frage. Wir haben einmal den H-Mode für Extreme Performance, M-Mode für Performance und L-Mode für Silent Cooling. Okay, hier unten steht sogar noch eine Tabelle. Der H, Extreme Performance Modus von 650 bis 2000 RPM geht, der M-Modus von 650 bis 1600 RPM und der L-Modus von 650 bis 1200 RPM. Und ich glaube, 1200 RPM wird uns dicke reichen. Ja, ihr müsstet das hier eigentlich relativ gut sehen können. Der H-Modus für High Performance ist natürlich ganz oben. Ja, aber wir wollen den Low-Modus. Wir müssen nach ganz unten gehen. Und man spürt diese 3 Stufen. Mitte, oben, Mitte, unten. Ja, und wir wollen auf Low stellen. Und der Clou ist aber, ja, mit einem einzigen Kippschalter das Ganze ansteuern zu können, ist eine feine Sache. Und ja, im Lieferumfang von jedem dieser Lüfter haben wir erstens einen solchen Splitter, der mit einem Anschluss an den Lüfter rangeht und entsprechend 2 weitere verbinden kann. Und ja, ich finde, das Design ist einfach wie für mein Projekt gemacht worden. Also wirklich hammermäßig. Was ich cool fand, ist, dass die Teile gar nicht so teuer sind. Ich glaube, für teilweise unter 20 Euro sind die Dinger zu haben. Und das ist im High-End-Lüftersegment auf jeden Fall günstig. An den Radiator selbst hauen wir entsprechend 3 Lüfter dran. Und dann seht ihr schon, wie dick das Ganze hier wird. Ne? Also hier 3 Stück. 2 Lüfter kommen unter die GPU, also als Intake. So ist zumindest das Konzept. Und genau das werden wir heute einmal austesten. Wir werden die Lüfter als auch den Radiator in das Gecko 5 einmal unterbringen, so einen Dry Fit, also ein paar Trockenübungen machen und schauen, wie das Ganze reinpasst. Dann habt ihr einen besseren Eindruck, wie das System dann mit Hardware-Komponenten aussieht und was ihr vielleicht selber in dem Gehäuse so umsetzen könnt. Ja, Leute, ich wechsle ganz kurz die Perspektive und dann hauen wir mal fix die Lüfter auf den Radiator.
So, Freunde, wer das Projekt bis jetzt noch nicht kennengelernt hat, ja, der sieht es jetzt. Wir haben hier erstmal sämtliche Rohkomponenten, sprich das Mainboard, die Grafikkarte, das Netzteil. Hier schon mit den Cable Mod Custom Sleeves, also die sehen schon mal richtig heiß aus. Und ja, theoretisch ist alles schon soweit verbaut, nur natürlich keine Wasserkühlung. Entsprechend werden wir den Referenzkühler, ja, diesen Luftkühler von der Karte hier gegen den AlphaCool Aurora Iceblock austauschen. Und dann hier entsprechend schön vertikal zur Schau stellen. Genauso auch der CPU-Wasserkühler, hier erstmal provisorisch nur ein kleiner Luftkühler draufgeschnallt. Ja, Netzteilkabel stehen. Und genau das hier ist der Aspekt, den ich euch vorhin hier einmal erwähnt hatte. Ja, das ist der Startknopf von dem Gehäuse. So, und im Endeffekt sehen sie gleich aus. Also der lange lässt sich richtig reindrücken und rastet ein. Und hier wird leider nicht mehr produziert, sonst hätte der Payo, also der Hersteller des Gehäuses, das Ganze integriert. Ja, ist jetzt sozusagen noch ein Restbestand. Ist aber kein Thema, weil wie bereits gesagt, normalerweise, wenn ihr hier herkömmliche Radiatoren verwendet, die jetzt nicht 4,5 cm dick sind, ja, dann habt ihr natürlich mehr Platz für die Grafikkarte und Kühlleistung ist da dann eh genug. Aber ich wollte ein bisschen, ja, die Limits ausreizen und genau dafür haben wir eben dieses Switch. So, schauen wir mal. Und dann checken wir mal ab, ob das Ding jetzt hier problemlos reinpasst. So. Ja, das, was ich machen müsste, damit das Ganze passt, ja, Leute, wäre die Lüfter als Intake zu montieren und den Radiator sozusagen mit dem Spacing nach vorne zu setzen. Das ist natürlich jetzt in der Gesamtheit dann doch ein bisschen stressiger für mich, weil ich jetzt sämtliche Schrauben nochmal lösen muss. Aber wenn es geklappt hat, ja, dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, der Moment der Wahrheit. Ja, wir haben jetzt sämtliche Lüfter hier soweit mit dem Frame verschraubt, hat alles wunderbar geklappt und der Radiator entsprechend jetzt im Push konfiguriert. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wir versuchen es ein weiteres Mal mit der Montage im Gehäuse. Jetzt bin ich aber auch ein gutes Stück zuversichtlicher, dass das Ganze passt. Ja. So, und jetzt sitzt das Ganze. So, und jetzt ohne GPU werden wir das Ganze einmal drehen müssen. Upsala. So, und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen spannenden Teil, und zwar wie der Radiator hier in dem Gecko 5 montiert wird. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick, we ain't coming back, I swear, just let go and see what... Es hat gepasst. Oh mein Gott, Leute. Und ich habe hier das Gehäuse jetzt absichtlich auf den Boden gestellt, dass ihr das einmal seht. Ja, wir haben hier theoretisch genau zentral, ja, diesen V-Ausschnitt. Er passt wunderbar. Ja, Leute, was soll ich sagen? Viele haben mich gefragt, hey, das Gecko V ist doch ein ATX-Gehäuse. Wieso nennst du das Ganze immer noch SFF, also Small Form Factor? Und ich versichere es euch, für eine Custom Waterloop in der Dimension ist das ein verdammt kleines Gehäuse, ja? Ja, als nächstes müssen wir entsprechend hier die Lüfter hier. Also, Freunde, die Hardware ist jetzt soweit im System. Wir haben jetzt soweit alle Positionen der Lüfter herausgefunden, alles montiert. Ja, wir sehen der eine Lüfter hier. Entsprechend haben wir dann genug Platz für die Fittinge. Da werde ich, denke ich mal, zwei 90 Grad Winkel nach unten machen. Oder ja, hier so dran vorbei. Muss ich mal schauen, wie ich das hier bestmöglich lösen werde.
Also der 360er, der hat mir echt hier ein paar Schwierigkeiten bereitet mit der Dicke. Wie bereits gesagt, im Normalfall, was ich euch empfehlen kann, um euch das Leben leichter zu machen, ist ein 30 mm, also 3 cm dicker Radiator in der Front. Direkt hier. Ja, dann habt ihr nämlich hier nach da genug Abstand zu dem Lüfter, könnt ihn normal montieren. Und die Lüfter von der Innenseite als Pull-Konfiguration. Wir haben es jetzt als Push, weil anders wäre es einfach nicht möglich gewesen. Ja? Einfach wäre es nicht möglich gewesen. Wir sehen hier die Lüfter, die sind wirklich bis zum Anschlag hier ausgekostet vom Platz. Also es hat alles funktioniert. Ja? Wir haben hier zwei Intake, wie von uns ursprünglich geplant. Ja, zwei 120er unten rein. Ja, wenn der GPU-Block dann montiert ist, können Sie dann schöne kühle Luft reinpushen. Und der eine hier oben, ja, als Outtake, müssen wir mal schauen, ob wir den da lassen. Er dreht sich auf jeden Fall, keine Kabel im Weg, alles wunderbar. Und hier eben die drei 120er. Ja, das Gehäuse für den Platz, den das Ganze hat, ist wirklich vollgestopft mit High-End-Hardware. Ja, sieht schon auf jeden Fall richtig nice aus, wenn dann hier noch das Tubing reinkommt, der GPU-Block. Und ich packe jetzt noch einmal final das Tempered-Glas-Fenster drauf, einfach damit ihr seht, wie das Ganze ausschaut. So, Freunde, jetzt kommt das wunderschöne Tempered-Glas einmal drauf. Zack. Ja, Freunde, so sieht das Ganze dann montiert aus. Entsprechend wunderschön, wenn dann das Ganze etwas ausgeleuchtet sein wird. Es ist eben ein dunkel gesmoktes Tempered Glass Panel, also ein bisschen dunkler als jetzt Clear. Ich finde das Ganze, ja, mit dem Namen Dark Colossus macht dann aber auch einiges her, ja, wenn dann der GPU-Block ausgeleuchtet ist hier unten und entsprechend aus Acryl, ja, der wird richtig hervorstechen durch das Ganze. Ja, das ist der Spirit des Systems. So sieht der Kern aus. Erstmal, ja, die Trockenübung mit Project Dark Colossus. So. Ja, Leute, das war's soweit zu dem Buildlog Part Nummer 4. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es mit Project Dark Colossus soweit weitergeht, hier auf GAX TV. Und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that you see on GAX TV.